So, da sind wir dann wieder. Und ich würde jetzt schon sagen, prinzipiell, wir kommen weiter. Ich bin da positiver Dinge. Und ich bin da so positiv, dass ich sogar sage, wir riskieren es. Drei Zehntel hat es ausgemacht. Es sollte deutlich mehr ausmachen, aber hat es gar nicht. Der Vorteil ist wirklich, wir werden mit denen ewig fahren können und hier steht nicht verpflichtend. Heißt das, ich muss einen oder ich muss beide fahren? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Ich würde aber sagen, einer ist verpflichtend. Ich entscheide mich, wie gesagt, für den roten. Und Eriksen ist schon draußen. Und ich würde sagen, den schauen wir jetzt auch ein bisschen über die Schulter. Ach, sind auch gleich da. Und sehen dann, was für eine Zeit er fährt. Ich weiß gar nicht die vorige Zeit. 1:46,8 war es, glaube ich. Ich erwarte natürlich eine Steigerung. Tendenziell ist es aber nicht immer der Fall bei ihnen im Spiel. Ja. Gleich geht's über die Anderson Bridge. Ich glaube, die heißt Anderson Bridge. Erinnert mich immer so an Matrix. Mr. Anderson. Wobei ich sagen muss, den Film habe ich schon ewig und 3 Jahre nicht mehr gesehen. Aber es war meiner Meinung nach, persönliche Meinung jetzt gerade hier, was ich sage, Teil 1 nur gut. Teil 2 und 3, gibt es mehr als 3, ich weiß es gar nicht, waren, naja. Müsste ich mir mal wieder angucken, muss ich sagen, den Film. Wäre mal ganz interessant. So, und jetzt geht Markus Eriksen nur noch durch die Esses, dann die Kurve war Schanzigiran. Hier ist eine fette Brücke, wie man sieht, das sieht beeindruckend aus, diese Brücke. Und dann geht es jetzt, letzte Bogen, das ist ein Doppelbogen, wie man hier sieht, und Startziel und zack, der Ess ist auf. Wir gucken mal auf die Topspeed, 62 stimmt natürlich nicht, 301. Ja, gut, da fehlen schon 3 km/h auf die Bestzeit, auf den Bestwert meine ich. Ich glaube, er hat Verkehr. Ich glaube, er hat Verkehr vor sich. Jawohl, hat er mit roten Reifen ein Toro Rosso, würde ich fast sagen. Bin mir gar nicht so sicher. Er wird auf jeden Fall Zeit durch den verlieren. Und 30:1 ist ja schon mal gar nicht berühmt. Das wird enttäuschend. Er kommt an Red Bull nicht ran. Oder Toro Rosso. Ich würde fast schon eher sagen, Red Bull jetzt gerade eben. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Man kann es auch nicht sehen, weil gefühlt fährt der Wagen weg und dann muss es ein Red Bull sein. Und ich bin mir sicher, Eriksen schafft es wieder nicht in den Top 10, wenn es so weitergeht. Ja, der Red Bull. Ich gehe jetzt davon aus, es war ein Red Bull. Ist zu weit weg für den Windschatten geben. Wobei die Behinderung wahrscheinlich eher das Problem wäre als das bisschen Windschatten, was man bekommt. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, das wird eine 1,47er Runde und ist damit echt unterirdisch schlecht. Und wir sollten auch zeitnah rausfahren, weil wenn wir mit den roten Reifen nicht weiterkommen, dann hat uns das gar nichts gebracht. Na, nicht so gut raus. Nicht so gut rausgekommen. Also allgemein muss ich sagen, war das jetzt nicht so mega optimal. 1:46,8 wieder. Ja, okay, gleich schnell gefahren. Neuntschnellster. Und wir müssen jetzt raus. So, wir haben die roten Reifen und fahren raus. Und unser Ziel muss die Zeit von unseren Teamkollegen sein. Also optimalerweise natürlich ein bisschen schneller.
So, und dann here we go. Das war mega optimal. Ja, und hinter mir ist jemand. Nico Rosberg, neuer Schnellster, 45,4. Ich weiß gar nicht, was wir eben gefahren sind, aber tendenziell würde ich sagen, ein wenig langsamer. Und wir haben jetzt zwei Optionen. Wir können ihn vorbeilassen oder versuchen, vorne zu bleiben. Tendenziell macht es mehr Sinn, jetzt vorne zu bleiben. Ja, man riskiert hier auch schon ein bisschen mehr. Also die Abnutzungserscheinungen werden gleich wesentlich höher sein. Wobei wesentlich ist natürlich relativ. Ja, und er kommt ein bisschen näher. Also wer auch immer das ist, er kommt näher. Carlos Sainz Jr. Ja, wir müssten ihn eigentlich vorbeilassen. Das wäre das einzig Faire natürlich. Ich will ja auch nicht aufgehalten werden. Ja, und dann müssen wir jetzt ein bisschen Abstand halten. Wir wissen, hinter uns ist Rosberg vermeintlich. Der wiederum hat ja gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Also soll heißen, der fährt jetzt in die Box. Romain Grosjean ist hinter uns. So, den versuchen wir jetzt aber nicht zu blockieren. Wir geben jetzt einfach Gas. Wobei ich mir fast sicher bin, wir haben ihn schon blockiert. Siebter ist er geworden. Ah ja, ich habe es fast befürchtet. Es war ein bisschen, man darf hier, wir schauen uns das mal an. Ja, man darf hier nur, ich bin mit beiden über die weiße Linie. Was erlaubt ist, ich kann hier mal ganz kurz, wie war denn das mit der Pause, so. Was hier erlaubt ist, ist so. So darf man wirklich fahren, so auch noch, so nicht mehr. Na, dass es da Klarheit gibt hier in diesen Rennen und das ist ja immer von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Und ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ganz schlecht rum. Ja, Vettel, neuer Schnellster. Das ist natürlich das, was ich vorhin meinte, dass ich glaube, dass die Ferraris, die sind ja mit den Red Tires gefahren, mit denen ich jetzt fahre, mit den Super Softs, dass da noch was drin ist. Ja, und 13. plus ist okay. Wir müssen nur in die Top 10 kommen. Ah, hier sind wir gegen die Bande gekommen. Also es geht hier nur um die Top 10. Das müssen wir vielleicht noch so ganz deutlich sagen. Das heißt, wenn wir jetzt hier 10. werden, haben wir alles richtig gemacht. Auch da, wer gerade gedacht hat, abgekürzt. Nein, das Reglement sagt ganz klar, zwei Reifen müssen innerhalb der Begrenzung sein. Ja, und Grosjean kommt näher. Grosjean kommt näher. Also, der Siebtplatzierte ist schneller wie wir. Eine Sekunde verlieren wir da. Das hier war immer mein Sektor. Das war immer mein Sektor. Und wie man sieht, auch jetzt. Ah, Fünfter sind wir geworden. Man kann drüber streiten, ob das legal ist oder nicht. Da gab es in diesen Rennen auch wirklich schon riesen Debatten. Puh. Aber prinzipiell wurde dann gesagt,
ich sehe es genauso. Wenn ich jetzt, und ich gehe mal in die Innenkamera dafür, nee, das ist falsch. Wenn ich jetzt hier quasi, es ist ja die Endrunde, den eigentlich wirklich deutlich weiteren Weg fahre und ich muss über diesen Teppich fahren, dann wird das nicht, man sieht, wie der Wagen rutscht auch, wird das nicht bestraft. Anders sieht das aus, wenn ich jetzt hier sagen würde, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich würde halt auf die schnelle Runde gehen, dann würde mir das Schwung verhelfen. Aber so bringt das mir natürlich gar nichts. Fünfter Platz, wir sind safe. Ich denke mal, das ist okay. Ja, und Grosjean hat jetzt natürlich Mühe und Not. Klar, natürlich. Der letzte Sektor hat alles rausgerissen. Ich würde gern Grosjean hier. Ah, wir können mal gucken aus der Cockpit-Kamera hier. Ja, das hat Zeit gekostet. Das hat Zeit gekostet, da brauchen wir gar nicht debattieren. So, wir können jetzt hinterherfahren wie die Bekloppten. Oder wir sagen halt, wir schonen unsere Reifen. Ich entscheide mich für Letzteres. Denn solche guten Werte, 4% Abnutzung, werden wir so schnell nicht wieder bekommen. Und das ist fürs Rennen sehr vielversprechend. Wir sind sogar vor Valtteri Bottas, der mit Ultrasoft fährt. Ja, weit hinter uns ist erstmal nichts. Also weit und breit hinter uns ist erstmal nichts, wollte ich sagen. Das gibt mir die Möglichkeit, noch mehr Reifen zu schonen. Obwohl auch das rein von Regelwerk nicht wirklich so möglich ist. Denn es gibt es ja auch die Regel, dass man in einer gewissen Zeit seiner schnellsten Runde zurück in die Box muss. Aber gut. Es ist Gott sei Dank ein Computerspiel und nicht die echte Formel 1. So, wir gucken mal. 4%, das ist ja gar nichts. Immer noch einen gigantischen Vorsprung auf den Nächstplatzierten, dass wir hier wirklich bummeln können. Ich glaube nicht, dass das bei 4% bleibt. Ich glaube, wir werden leider auf 5% hochrutschen. Ja, wir sollten uns auch ein Ziel schaffen, also in die Box. So. 4, 4, 4 und 3 macht im Durchschnitt halt 4. Ja, und da haben wir es doch mit 4, komplett 4% geschafft. Sehr schön. Damit starten wir hoffentlich, wenn wir nicht noch verdrängt werden. Hamilton, gleiche Taktik wie wir auf Platz 6. Langsamer wie wir. Ja, und da müssen wir jetzt mal schauen. Das ist schon mal gut, dass Hamilton hinter uns ist, aber ich bin mir sicher, selbst Hamilton kommt weiter. Der Vorsprung sollte groß genug sein. Es ist aber schön zu sehen, dass wir vor Hamilton sind. Wohlbemerkt mit den Supersoft-Reifen. Ja, Eriksen ist momentan raus. Also die Zeit ist nicht berühmt. Er hat sich um 1/10 verbessert, aber... das ist immer noch nicht ausreichend. Ich bin mir sicher, er wird rausfliegen, leider. Ja, und auch so glaube ich, dass wir safe sind. Ich glaube nicht, dass da was kommt. Ich würde mal sagen, wir spulen das mal ein bisschen vor. Und ja, es hat sich nicht mehr viel getan. Ich glaube, Pascal Wehrlein ist reingekommen, der war nicht drin.
Das ist für mich eh unglaublich. Also was Manor da mit Wehrlein hier schafft in diesem Spiel ist wow. Ja, und so sieht das aus. Es hat erwischt Carlos Sainz, Sergio Perez, Fernando Alonso, James Button, Marcus Ericsson und Romain Grosjean. Ja, und für ein paar Tausendstel Vorsprung hat es am Ende für Felipe Massa gereicht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns kurz die Rennleitung an. Ist irgendwas passiert? Nein, ab zum nächsten Qualifying und viel Spaß damit.